So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Jetzt ist gestern in Amerika das in etwa eingetreten und in Japan, was auf dem Schirm stand. In Amerika sind die Kurse nur leicht zwar eingebrochen in den letzten Halben, eingebrochen ist vielleicht der falsche Ausdruck, kamen Gewinnmitnahmen auf. Heute Vormittag sind die US-Indizes eben auch im Minus, also die Futures. Und dadurch hat eben der DAX im Future-Handel auf jeden Fall einen Abwärtsgap schon hingelegt. Auf Xetra wird sich das sicherlich auch fortsetzen, denn aktuell stehen wir ja bei 10.690 Punkten. Aber schauen wir erstmal kurz, was der Hang Seng und Japan gemacht hat. Also der Hang Seng konnte sich hier sogar noch weiter, noch mal leicht nach oben sich bewegen und sogar ja die 23.000 Punkte Marke temporär überwinden. Aktuell stehen wir wieder darunter. Hier hat sich das eben jetzt tatsächlich weiter nach oben ausgeweitet, die Aufwärtsbewegung. Da nun wäre für mich jetzt hier den definitiven Ende erreicht. Beim Nikkei-Index sieht man hier eine deutlich schwarze Kerze, konnte eben der EMA 200 nicht überwunden werden. Teilverkäufe wurden getätigt. Hier ist jetzt ja kleiner Rücklauf. Sollte es heute keine oder sollte jetzt hier der DAX und die US-Börsen nicht nach unten crashen oder halt nach unten dynamisch eine Abwärtsbewegung einleiten, dann wird hier, sollte es hier ein Rücklauf stattfinden, auch die Restposition verkauft. Oder noch mit einem Stopp versehen, den man eben hier an die Gap-Kante legen kann. Dann würden noch rund 350 Punkte übrig bleiben. Im Hoch wären es rund 850 Punkte gewesen. Und aktuell noch 500 Punkte. Ja, mal schauen. Im DAX wurde ja gestern hier eben ein Szenario vorbereitet, ein Kurs, der entweder direkt oder eben auf Schlusskursbasis, das ist jetzt hier ja leicht vage, wenn man jetzt hier wieder sieht, dass es angelaufen wird, kann dann in etwa vielleicht auch so laufen wie gestern im Währungspaar. Allerdings hier sieht die Lage ja ein bisschen anders aus, man kann es im Nasdaq auch sehen, ich meine, hier ist eine riesengroße Strecke nach oben abgearbeitet worden. Also hier kann und sollte jetzt ein bisschen Luft geschaffen werden oder Abkühlung geschaffen werden. Also ein Rücklauf wäre jetzt hier auch bis 10.633 sowieso nichts dramatisch und dann wären die Bären auch noch nicht im Vorteil. Erst wenn, sage ich mal, jetzt hier diese Marke wirklich nachhaltig brechen sollte, die 10.615. Ja, oder auch direkt vielleicht die Marke, dann könnten nochmal 100 Punkte direkt folgen an Abgaben. Wenn man jetzt hier wirklich den Nasdaq im Stundenchart betrachtet, ist er von knapp unter 4.200 Punkten bis über 4.800 Punkten gestiegen. Wenn man hier die Muster anschaut, ist ja wirklich jedes Hoch höher gewesen, das Tief wieder höher als das letzte. Hier gab es dann wurde eine Aufwärtstrend, wenn man das noch sehen kann, eingezeichnet. Mit dem Bruch gab es dann ein bisschen größere Korrektur, aber das Tief, was dann hier von der Geraden eigentlich gezählt hat, wurde natürlich nicht unterschritten. Hier waren eben die Wochenunterstützung wichtig und dann, wie man sieht, nochmal höher, immer weitere Hochs und öfters eben auch Aufwärtsgaps. Das ist jetzt hier die Parkettbörse. Heute kann zum ersten Mal wirklich eher ich habe jetzt hier zwar nicht alles verfolgt, aber ein Abwärtsgap gab es eigentlich nicht. Hier gab es einen Aufwärtsgap, nochmal Aufwärtsgap und gestern einen Aufwärtsgap. Hier kann jetzt sollte diese Marke fallen, aber da sind wir noch relativ weit entfernt. Die US,
Vorbörse oder beziehungsweise die Futures liegen 5, 6 Punkte nur im Minus. Also wir starten eigentlich, wenn dann noch hier oben oder an der Oberkante des EMAs im Stundenchart, das ist noch nichts Dramatisches. Sollten wir aber hier unter dieser Marke 4812 eröffnen und auch dann nicht großartig mehr nach oben tendieren, also kleine Rückläufe wären hier noch denkbar, ja. Aber sollte die 4820 Marke dann eben nicht überschritten werden, dann könnte es hier einen schönen Abverkauf geben, weil hier sind so gut wie alle Leute long. Die Bären haben sich immer wieder die Finger verbrannt, indem sie halt short gegangen sind, aber mit dem neuen Hoch mussten sie eigentlich wieder raus. Alleine von der Verlustbegrenzung. Und hier kann sich dann eine kleine Lawine eben lostreten. Eine Verkaufslawine. Und Anlaufpunkt wäre hier die Gap-Unterkante oder die Wochenunterstützung eben noch bei 4740 Punkten rund, knapp drüber, oder nimmt mal die runde Marke 4750. Also vom Hoch bis zum Wunschkorrekturbereich wären es jetzt 100 Punkte, von dem möglichen Verkaufssignal wären es 60, 70 Punkte. Aber dann sieht man auch, dass es eigentlich kaum was ausmacht noch und die Bewegung kann dann sich eben deutlich noch weiter nach unten korrigieren. Aber so viel erstmal die Theorie. Jetzt muss man erstmal schauen, was dann wie der DAX eröffnet. Da blicken wir auch gleich nochmal kurz drauf. Sonst was noch zu sagen ist zum DAX. Die Wunschmarke noch hier oben muss eigentlich das Maximalziel in der Woche gewesen wäre bei 10.860 Punkten. Gestern gab es ja einen kurzen Aufwärtsbewegung kurz darüber und der Schlusskurs war wieder hier an der wichtigen Gap-Kante. Und heute schauen wir hier diese Indikation an. Wenn die jetzt hier aktuell ist, dann liegen wir hier noch drüber. Also hier gibt es auch noch nicht wirklich ein ganz handfestes Mini-Verkaufssignal, was vorher gesagt worden ist. Wenn die richtiges Verkaufssignal oder Druck würde erst hier zwischen den 10.630 und 10.615 eigentlich entstehen. Dann schaue ich mal, den S-DAX und M-DAX hat man ja gestern Abend schon kurz besprochen gehabt, da gibt es nichts Neues. Das Euro-japanische Yen würde jetzt hier ausgestoppt, leider auch. Hier mit der Kerze und das gestrige vorgeschlagene Szenario dürfte hier im Stundenchart ist sowieso nicht aktiviert. Im Tageschart hatte ich das doch hier auf dem Radar. Ne? Was gestern eben gesagt worden ist, temporär darf es jetzt hier gerne nach unten fallen, damit hier ein paar Marktteilnehmer vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Aber auf Schlusskursbasis sollte es eben diese Marke halten. Bislang ist zwar das noch nicht, läuft sowieso noch nicht sensationell, aber wie auch geschrieben, ist eben besser, eben hier richtig was abzuwarten oder in den kleineren Zeiteinheiten würde ja hier die Stop-Buy-Marke auf 1,295 gesetzt, die man theoretisch ein Stück nach unten versetzen könnte, aber so dramatisch kommt das jetzt hier wirklich zum Wendepunkt, dann dürften hier 20, 30 Pips eh nichts ausmachen. Ob jetzt dieses Hoch schon entscheidend wäre, also ich lasse es hier erstmal hier oben dann stehen, auch im Stundenchart, und schauen, was passiert. Kann man noch ganz kurz zum DAX zurückblicken, die Indikation losläuft und jetzt hier
gibt es gleich direkt 20 Punkte. Noch größerer Abgabedruck, also ist sogar die Xetra-Öffnung hier unten dann gestartet worden. Und dadurch gibt es ein Gap von rund, ja, 60 Punkten. Nur hier auf Guidance läuft bei mir jedenfalls der Xetra-Chart dann noch nicht mit, obwohl ich Live-Kurse habe. Deswegen kann ich sie jetzt nicht zeigen, wo die Eröffnung war. Nee. Okay, danke. Ich melde mich dann später wieder. Danke fürs Zuhören. Bis später.